Du bist dann auch Chef, Abteilungsleiter der Unterhaltung geworden beim Bayerischen Rundfunk. Ja, erst der Musik und dann später Unterhaltung, Abteilung genau. Unterhaltung. Insofern warst du auch für Bayern 3 zuständig. Ja. So, und da hat auch ein gewisser Thomas Gottschalk moderiert. Ja. Erzähl uns ganz wirklich nur kurz, weil die läuft die Zeit ein bisschen davon, ist toll zu hören. Aber war das einfach mit Tommy oder seid ihr da auch mal ein bisschen aneinander geraten? Also gut, Tommy hatte natürlich eine völlig andere Vorstellung, der war sehr stark amerikanisch geprägt. Heute im Nachhinein muss ich sagen, er hatte völlig recht. Ich war da natürlich eher so ein bayerisches Ei. Und hatte wesentlich konservativere Vorstellungen. Da hat das manchmal gekracht. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, ja, war das eine kreative Auseinandersetzung, die sich für den Sender am Ende sehr ausbezahlt hat. Ja, ist ja gut. Und wir Gottschalk viel verdanken, das ist so. Ja, klar. Wir schauen uns einfach mal ein paar der schönsten Versprecher an. Es gibt aber auch eine Situation da drin, wo er ganz besonders aufmerksam war. Guten Abend, nein, guten Tag, meine Damen und Herren. Ja. Also, Sie sehen, nicht nur die Politik in Italien ist ein bisschen chaotisch, auch der technische Zustand. Wie geht das beim angeschlagenen Opelbauer, Autobauer Opel weiter? Das erfahren wir jetzt von Stefan Wolf. Und jetzt scheint hier auch irgendwas durcheinander gegangen zu sein. Die Wetteraussage, die Wetteraussichten auf Deutsch. Frank Lehmann, was ist denn los mit dem Euro? Es könnte nämlich sein, dass Kanzler Kohl, dass das, was Kanzler Kohl bei Holzmann gemacht hat, sich vielleicht breit macht. Vielleicht sollten wir doch noch mal dazu sagen, der Kanzler heißt inzwischen Schröder. Danke, Frank Lehmann. Und jetzt höre ich von der Regie nichts. Gudrun Engel, hören Sie mich? Ich sehe Sie zwar nicht, aber vielleicht hören Sie mich und wir hören Sie. Ja, das ist einfach schön, wenn man denn da steht und allein gelassen ist. Ja, ne? Und plötzlich ist fini. Ja, und alle gucken einen an. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Mit welchem Gefühl guckst du auf das Ende des Jahres 2021? Musst du solche grausamen Fragen stellen? Es wird vermutlich mein letzter Monat sein. Ja. Und? Hast du schon jetzt eine Idee, wie du dich fühlen wirst? Wird es Wehmut sein? Wird es eine Befreiung sein, wenn du in die nicht ruhemäßige Rente hineingehen wirst? Oder? Also wenn man über so lange Zeit so intensiv am aktuellen Geschehen dran war, vermute ich, dass es nicht ganz unproblematisch wird. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, meine Frau wird mich stützen, meine Kinder auch. Ich mich selbst. Es gibt ja noch die Uni. Das wollte ich gerade sagen. Also wie intensiv kannst du dann noch an der Uni in Ilmenau, also das ist südlich von Erfurt in Thüringen, wie intensiv kannst du an der Uni noch weiter dozieren? Also im Prinzip Honorarprofessoren können, sofern sie nicht geistig umnachtet sind, bis zum Ende tätig sein, solange die Studierenden mitmachen. Man bietet ja ein Thema an. Wenn sich Studenten einschreiben, ist gut. Wenn natürlich sich keiner mehr einschreibt, dann wird es dünn. Also dann wird irgendwann die Uni nach dem dritten Versuch sagen, wissen Sie, lassen Sie es gut sein. Dann wird es ein bisschen. Aber du bietest ja interessante Themen an. Also naja, im Moment schon. Aber wer weiß, ob nicht in 3, 4, 5 Jahren junge Leute sagen, oh, was der Alte da, ja, das interessiert nun wirklich keinen mehr.